Servus Leute, hier ist die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute gibt's was ganz Leckeres, nämlich Mangoldspaghetti. Ich war dazu zuerst in meinem Garten und habe ein bisschen geerntet. Es ist das Allerschönste, wenn die Zutaten im Garten wachsen. Hier der Mangold. Ich habe so roten und ganz roten und diesen weißen bzw. grünen. Schmeckt alles gut. Der rote sieht halt ein bisschen lustig aus und bringt ein wenig Farbe mit ins Essen. Außerdem brauche ich für das Essen noch eine Chilischote. Und dann habe ich mal geguckt, was da reif ist. Oh, das sieht so toll aus. Alle möglichen Chili reif. Tomaten brauche ich auch. Das sind die Citrina. Das sind ganz normale. Die heißt bei mir Christina. Das hier ist die blaue Ananas. Und das war meine Ernte von Tomaten und Chili. Dann habe ich mal geschaut, was mein Knoblauch so macht. Also der macht noch nichts. Trotzdem habe ich das Ding hier natürlich mit rein. Hier die ganzen Zutaten. Natürlich wächst nicht alles in meinem Garten. Da wachsen keine Spaghetti, keine Pinienkerne, kein Rapsöl. Salz und Pfeffer wächst da auch nicht. Und Curry und Speisestärke auch nicht. Und die Sahne, die ist auch aus dem Supermarkt. Alles andere hier wächst in meinem Garten. Die Zwiebel, die habe ich ja schon länger geerntet. Den komischen Knoblauch habe ich natürlich mit rein. Die Chilischote, Tomaten und Mangold. Den Mangold muss man zuerst schneiden. Und zwar muss man die Stiele rausschneiden. Die muss man nämlich extra garen. Die brauchen viel länger wie die Blätter. Hier sind sie schon geschnitten. Die Mangoldstiele und die Blätter. Zuerst werden die Stiele, die Zwiebeln und die Knoblauchzehen in 2 Esslöffel Rapsöl gebraten. Von der Chilischote die Kerne und die weißen Trennwände entfernen, klein hacken und auch mitbraten. Nachdem es dann schön angebraten war, habe ich den Deckel drauf und habe es dünsten lassen. Dann mit etwas Salz würzen. Die Nudeln werden ganz normal in Salzwasser gekocht. Zum Schluss, wenn die fertig sind, muss man 200 ml von dem Nudelwasser aufheben. Zu den Stielen kommen jetzt noch 2 Teelöffel Currypulver. Das lässt man dann ein bisschen mitrösten. So, die Stiele sind jetzt schon schön weich, die Nudeln sind auch fertig. Das Nudelwasser habe ich abgegossen und mir 200 ml aufgehoben. Und damit werden die Stiele jetzt abgelöscht. Ups, sind ein paar Nudeln mit drin. Naja, macht nichts. Jetzt kommen die Tomaten mit dazu und die Blätter von dem Mangold. Das muss man jetzt ein wenig kochen lassen, bis die Blätter schön zusammengefallen sind. Während es kocht, rühre ich jetzt hier 2 Teelöffel Speisestärke in die Sahne rein. So, jetzt sind auch die Blätter schön zusammengefallen und jetzt kann man die Sahne mit der Speisestärke damit reinrühren.
Die Pinienkerne werden in einer Pfanne ein bisschen goldbraun geröstet. Jetzt muss man die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt noch die Spaghetti unterheben und dann die Pinienkerne mit einrühren. Und dann ist das gute Essen fertig. So, fertig ist es. Schaut doch richtig lecker aus. Und es schmeckt auch richtig gut. Also das ist eins meiner Lieblingsessen mit Mangold. 100 Gramm der Soße haben 80 Kalorien und 100 Gramm gekochte Spaghetti haben 158 Kalorien. Also kann man sich ausrechnen, wie viel man da isst, wenn man das abwiegt. Und jetzt lasst es euch schmecken. Einen guten Appetit! Servus, bis zum nächsten Mal.